Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 28, die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt also der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die Zahl der Fälle sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist in Deutschland stark gestiegen, auch als Folge verstärkter Polizeiarbeit. Und die erste Rednerin zu diesem Punkt ist Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfamilien-, Frauen- und Jugendministerin. Ich will einen Punkt voranstellen. Das, was wir jetzt hier als UBSKM-Gesetz Ihnen vorlegen, ist kein Neustart in Sachen Kinderschutz, sondern das setzt an einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die bereits hier im Deutschen Bundestag beschlossen wurden, umgesetzt wurden. Und wir setzen da noch einen weiteren wichtigen Schritt in dieser Entwicklung obendrauf, wobei die Debatte schon seit Jahren läuft. Seit dem runden Tisch sexueller Missbrauch 2010 hat sich in diesem Land vieles verändert, und zwar auch zu guten und zu guten, um Kinder in diesem Land zu schützen und Prävention voranzubringen. Und bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an die erste unabhängige Beauftragte, Christine Bergmann, die in einer sehr schwierigen Zeit sehr viel Verantwortung übernommen hat und diese Aufgabe gut gemeistert hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Eigentlich war sie auch auf der Tribüne erwartet, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber wir sind vor der Zeit, Sie sind zu schnell, von daher wird sie wahrscheinlich den Raum noch betreten. Wir wissen aber auch, dass das Themenfeld noch nicht abgeschlossen ist, abgeschlossen sein kann. Die aktuellen Nachrichten bestätigen das immer wieder. Und deshalb dürfen wir in diesem Kampf auch nicht nachlassen, sondern wir müssen weitermachen. Und so ist es auch folgerichtig, dass wir den Amt der unabhängigen Beauftragten dauerhaft auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Und die zweite Person, die jetzt gerade reinkommt, ist die jetzige Beauftragte Kerstin Klaus, die ihre Arbeit hervorragend dazu leistet und sehr viel Vertrauen gewonnen hat. Ich danke ihr auch an dieser Stelle genau für diese Arbeit. Wir wollen aber natürlich nicht nur gesetzlich Ihre Arbeit verstetigen und auf eine Grundlage stellen, sondern auch den Betroffenenrat und die unabhängige Aufarbeitungskommission. Warum? Weil wir möchten, dass die Menschen, die betroffen sind, Mitspracherechte haben. Wir wollen nicht über sie reden, sondern mit ihnen reden. Wir wollen empathisch und sensibel im Aufarbeitungsprozess vorankommen und Fachlichkeit an dieser Stelle auch ermöglichen. Und dazu gehören auch solche Instrumente in SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, wie Akteneinsicht und Auskunftsrechte, wissenschaftliche Aufarbeitung von problembezogenen Fällen und eine erfolgreiche Prävention. Hierzu sind zwei Maßnahmen. Der erste ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen und Schulen zu stärken. Und das zweite, ein sehr wichtiger Punkt, ist die medizinische Kinderschutzhotline, eine Ansprechstelle für alle Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, Unterstützung brauchen und Beratung brauchen. Beides möchten wir gesetzlich absichern. Für die Übergangsfinanzierung bis Inkrafttreten des Gesetzes sind auch die finanziellen Grundlagen gelegt, sodass da eine Kontinuität erfolgen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir hier machen, ist nichts weniger als ein Bekenntnis zum Kinderschutz. Lassen Sie uns an dieser Stelle zusammenarbeiten und erfolgreich sein. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Bettina Margarete Wissmann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sexueller Missbrauch an Kindern ist eines der traurigsten Kapitel menschlichen Zusammenlebens unserer Zeit, das mich fortgesetzt beschämt und für das ich alle, die wir nicht davor bewahren konnten, hier und heute um Verzeihung bitten möchte. Als ich im März 2010 eine meiner ersten Reden im Hessischen Landtag zu den damals ganz frischen Enthüllungen von sexuellem Missbrauch an Kindern in Reformschulen, Domkirchen etc. hielt, hätte ich nicht gedacht, dass die damals durch die Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen, runder Tisch ist erwähnt worden, dann Betroffenenbeirat, Aufarbeitungskommission, unabhängiger Beauftragter, erst anderthalb Jahrzehnte später gesetzlich verankert werden würden.
Die Enthüllungen damals an der Odenwaldschule in Hessen, wo ich herkomme, am Canisius-Kolleg in Berlin, in den Kirchen, Kinderheimen und schließlich im Sport, hatten auf einen Schlag gezeigt, Kinder waren übergriffigen Erwachsenen nahezu schutzlos ausgeliefert. Und bis heute sind sie gefährdet. Vor einer Woche konnten Ermittler aus Nordrhein-Westfalen eine Darknet-Plattform ausheben, auf der hunderttausende Täter schwersten Missbrauch konsumierten. Ein großer Erfolg. Und erst jetzt, immerhin, besteht eine Bereitschaft in Teilen der Ampelregierung, die anlasslose Speicherung von IP-Adressen für wenigstens einen Monat zu erlauben, um verbrecherische Aktivitäten im Internet endlich wirksamer bekämpfen zu können. Danke an die Länder, auch Hessen, für diese Initiative. Durch das nun vorliegende Gesetzesvorhaben erhalten die unabhängige Beauftragte, der Betroffenenbeirat, die Aufarbeitungskommission eine dauerhafte Rechtsgrundlage. Betroffene sollen beraten, Aufarbeitung und Prävention gestärkt, auch fachlicher gestaltet, sowie dem Bundestag berichtet werden. Das unterstützen wir ausdrücklich. Allerdings bleibt der Entwurf in vielen Aspekten vage und unscharf. Dazu will ich jetzt ausführen. Erstens. Er gibt den drei Institutionen zwar Verbindlichkeit, eine Aufgabenstellung und Arbeitsregeln. Er enthält eine Verwaltungsregelung für die Träger öffentlicher Jugendhilfe. Und er gibt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Arbeitsaufträge. Soweit, so gut. Das reicht aber nicht, sagen uns Verbände. Denn wäre es nicht im Sinne der Schutzziele des Gesetzes, die in § 1 sämtliche Einrichtungen mit Verantwortung für Kinder adressieren, wäre es nicht im Sinne dieses Schutzziels, dass diese Ziele dann auch mit Vorgaben für alle Kinder verbunden würden? Nun ist es so, dass die Länder schon vieles geregelt haben, etwa in den Schulen. Die Kirchen haben einiges unternommen in eigener Regie und auch die deutsche Sportjugend hat sich schon lange mit den Gefahren von Missbrauch im Sport befasst und Schutzkonzepte entwickelt. All das auch in engem Zusammenwirken mit den unabhängigen Beauftragten. Das sind wichtige Fortschritte. Aber viele tun sich auch schwer und fordern Orientierung ein, etwa durch Leitlinien für die Aufarbeitung oder für Schutzkonzepte. Gerade die Kirchen möchte ich nennen, die einen riesigen Vertrauensverlust wettmachen müssen und wollen, wünschen sich dies. Und dies könnte, ja es müsste doch gerade der Mehrwert einer bundesgesetzlichen Regelung sein. Zweitens, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll sensibilisieren, Eltern und auch Kinder. Das ist notwendig, sinnvoll, ja. Entwicklung und Anwendung von Schutzkonzepten soll sie aber jetzt auch bei den Einrichtungen, für die Einrichtungen unterstützen. Eine Aufgabe, die bisher von den unabhängigen Beauftragten wahrgenommen wurde. Ist diese Verlagerung sinnvoll? Kann die Bundeszentrale das leisten? Und wie verträgt sich das mit der Zuständigkeit der überörtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe? Und wie können private Anbieter zu Schutzkonzepten angehalten werden? Wir finden, dies muss unbedingt noch geklärt werden. Drittens, fatal ist, dass Aufarbeitungsprozesse jenseits des 50. Lebensjahres durch die Begrenzung der Akteneinsicht auf 20 Jahre ab dem 30. Geburtstag massiv erschwert werden. Hier muss unbedingt nachgebessert werden. Warum lassen Sie die älteren Opfer mit ihren schweren Folgen allein, wo wir doch wissen, dass es oft ein Leben dauert, bis Betroffene den Mut zur Aufarbeitung fassen? Viertens. Die medizinische Kinderschutzhotline soll weiterhin finanziert werden. Ja, gut so. Aber es bleibt offen, wann das Telefon besetzt werden soll. Wir raten dringend, in das Gesetz aufzunehmen, dass es rund um die Uhr erreichbar ist. Notfälle richten sich nicht nach dem 8-Stunden-Tag. Und letzter Punkt, die Umsetzung dieses Gesetzes soll im kommenden Jahr etwa 4,5 Millionen Euro zusätzlich kosten. In Ordnung. Aber im Haushaltsentwurf konnten wir diese Mittel nicht finden, sondern nur eine Fortschreibung der bisherigen Kosten. Hier muss gegebenenfalls nachgelegt werden. Meine Damen und Herren, wir begrüßen dieses Gesetz, dass es kommt, und den vorgeschlagenen Regelungen überwiegend stimmen wir auch zu. Aber es bedarf einer genauen Überarbeitung, damit seine Ziele erreicht werden können. Und daran werden wir sehr gerne mitwirken. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Soweit Bettina Margarethe-Wiesmann von der CDU-CSU-Fraktion. Wechsel am Mikrofon, am Phoenix-Mikrofon hier im Bundestag jetzt. Nächster Redner ist Daniel Baldi von der SPD. Es geht um sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin.
Sie weiß Geschichten, die sie nie erzählt. Die meisten davon hat sie selber erlebt, wie die vom bösen Wolf, der hin und wieder kommt und jedes Mal danach von ihr verlangt, dass sie niemals ein Sterbenswörtchen sagt, weil er sie dafür sonst fürchterlich bestraft. Das ist der Beginn des Lieds Böser Wolf von den Toten Hosen. Und auch wenn man von der Band nicht erwartet, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, das Lied handelt von einem Mädchen, das immer und immer wieder sexuelle Gewalt erfährt. Sie malt gern Bilder von sich selbst und riesengroßen Männern in einer Zwergenwelt. Wenn ihre Mami sie in den Arm nimmt, würde sie am liebsten weinen und alles gestehen. Man nimmt sie kaum wahr, denn sie redet nicht viel. Sie bleibt am liebsten für sich allein. Die stummen Hilferufe und Signale werden viel zu häufig nicht verstanden. Kinder müssen sich an bis zu 8 Erwachsene wenden, bevor ihnen aus meist immer noch stattfindender sexueller Gewalt geholfen wird. Für viele Menschen in Deutschland ist sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiterhin ein Tabuthema. Doch die Zahlen vom BKA, aber auch Schätzungen der WHO, die deuten leider auf ein viel zu hohes Dunkelfeld hin, bis zu 1 bis 2 betroffene Kinder und Jugendliche in jeder Schulklasse. Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen dürfen und auch nicht hinnehmen werden. Und ich bin froh, dass die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Frau Kerstin Claus, immer wieder auch in den letzten Jahren die eine wichtige Botschaft in der Öffentlichkeit setzt. Jeder und jede muss genau hinschauen, muss genau hinhören, egal wo. Wir alle haben eine Verantwortung, für die Schwächsten in unserer Gesellschaft da zu sein und sie zu schützen. Und deshalb wird die Beauftragte zukünftig auch an den Bundestag über das Ausmaß sexueller Gewalt und den aktuellen Stand von Prävention und Hilfeangeboten berichten. Solche Berichte, die schaffen Aufmerksamkeit hier im Parlament, aber eben auch in der Öffentlichkeit. Und wo Aufmerksamkeit da ist, da wird in der gesamten Bevölkerung genauer hingeschaut und da wird das Dunkelfeld eben auch kleiner. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Berichte der Beauftragten und der Aufarbeitungskommission, dass sie regelmäßig kommen, dass sie hier debattiert werden. Nochmal, Debatten schaffen Aufmerksamkeit und dieses Thema, das Thema sexueller Missbrauch an Kindern, sexuelle Gewalt an Kindern, genau dieses Thema braucht Aufmerksamkeit in diesem Land. Das Gesetz schafft aber auch, und die Kollegin Frau Wiesmann hat es eben angesprochen, auch ein Recht auf Akteneinsicht, um Betroffene bei individueller Aufarbeitung auch Jahre später noch zu unterstützen. Das ist ein guter Schritt, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, den wir auch im parlamentarischen Verfahren unbedingt auch stärker im Gesetz noch mal zum Ausdruck bringen wollen, indem beispielsweise der Kreis der Akten erweitert wird oder vielleicht auch Hürden für die Akteneinsicht so gering wie möglich gehalten werden. Aufarbeitung ist der zentrale Punkt in diesem Gesetz und deshalb wird es auch das Ziel sein, die Rechte der Betroffenen an dieser Stelle maximal zu stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Ziel, mein Wunsch, unser Ziel ist, dass die Menschen in diesem Land, alle Menschen in diesem Land genauer hinschauen, Signale von Betroffenen erkennen und dann auch ihrer Verantwortung nachkommen und wissen, was zu tun ist. Stumme Hilferufe von Betroffenen müssen in diesem Land stärker und früher und lauter gehört werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Und liebe Frau Wiesmann, danke auch für das Angebot. Und ich bin mir sicher, wir werden bei diesem so wichtigen Thema kommt es darauf an, dass wir das auch zusammen tun. Und deshalb freue ich mich auf die Beratung. Und ich bin absolut sicher, mit diesem Gesetz gehen wir einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Herzlichen Dank. Soweit Daniel Baldi von der SPD. Wir sind immer noch in der Debatte sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es geht um einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Kampfes gegen Kindesmissbrauch. Martin Reichert von der AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass die Bundesregierung nun endlich den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs sowie dessen Berichtspflicht gesetzlich verankern möchte. Dies hatten wir auch in einem eigenen Antrag bereits gefordert. Wir bedauern aber, dass Sie die unabhängige Aufklärungskommission nicht mit Durchgriffsrechten zur Aufklärung institutionellen Missbrauchs ausstatten, wie wir das ebenfalls gefordert hatten. Wir dürfen die Aufklärungsarbeit nicht jenen Institutionen überlassen, die Jahrzehnte zugesehen haben, dass sich in ihren Reihen pädokriminelle Netzwerke gebildet haben. Eines der wohl größten pädophilen Netzwerke wurde unter der Aufsicht der Berliner Jugendämter gegründet. Anfang der 70er Jahre überzeugte der sogenannte Sexualwissenschaftler Helmut Kentler das Landesjugendamt West-Berlin von seiner perversen Idee, sogenannte schwer vermittelbare Jugendliche in die Obhut teils vorbestrafter Pädokrimineller zu geben. Das Jugendamt erlag dem Zeitgeist der 68er, der auch Sex zwischen Erwachsenen und Kindern legalisieren wollte. Das Kentler-Experiment war ein jahrzehntelanger institutioneller Missbrauch. Hier tut weitere Aufarbeitung Not. Das pädophile Netzwerk lebte seine perversen Neigungen bis in die 2020er Jahre aus, und das durch Wegschauen und Billigung staatlicher Behörden, ein Skandal. Dieses Staatsversagen zeigt, wie viel Macht gegenüber staatlichen Akteuren der Zeitgeist entfalten kann. Die Grünen haben diesen Zeitgeist vorangetrieben. Über viele Jahre hinweg tummelten sich dort die politischen Verteidiger und Legalisierer pädophiler Aktivitäten ganz offen. Das perverse Treiben des Kentler-Netzwerks, aber auch bei den Grünen, ist bis heute nicht aufgearbeitet. Man verleugnet, man verharmlost und man schützt sich gegenseitig. Das muss enden. Der eigentliche Skandal ist aber, dass Kentlers These, Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen mit sexuellen Bedürfnissen, den Einzug in unsere Schulen und Kindergärten gehalten hat. Nachzulesen in den Standards für Sexualaufklärung, ein gemeinsames Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der WHO. Ich zitiere: Babys und Kleinkinder von 0 bis 4 Jahren sollen über frühkindliche Masturbation aufgeklärt werden, lernen, wie man Vergnügen und Lust empfindet, wenn man den eigenen Körper berührt. Kinder ab 9 Jahren sollen über erste sexuelle Erfahrungen reden über Lust, Masturbation und Orgasmus. Die Regierung gibt vor, damit gegen sexuelle Übergriffe schützen zu wollen. Welch ein Unsinn! Kinder, die von Erwachsenen zur Selbstbefriedigung angeleitet werden, werden bereits sexuell missbraucht. Die Maßnahmen zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch befürworten wir ganz entschieden. Genauso entschieden lehnen wir aber die von der Koalition vorangetriebene Frühsexualisierung unserer Kinder ab. Denn die Kentler-Experimente waren das Werk einer gestörten Minderheit, die ihre Sexualideologie einer schweigenden Mehrheit aufdrücken wollte. Heute sitzt leider diese perverse Sexualideologie mit auf der Regierungsbank, und da muss sie als Erstes weg. Vielen Dank. Soweit Martin Reichert von der AfD. Es geht ja hier um einen Gesetzentwurf, der im Wesentlichen auch beinhaltet die Verankerung eines unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und der Betroffenenrat und ein Betroffenenrat soll auch eingerichtet werden. Katja Adler von der FDP-Fraktion ist die nächste Rednerin in der laufenden Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier im Saal und draußen an den Bildschirmen. Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist nicht nur ein entscheidender, es ist auch ein wichtiger Schritt, um den 2011 eingeschlagenen Weg mit der Benennung der ersten UBSKM weiterzugehen. Denn es geht dabei nicht nur um ein Gesetz. Es geht dabei um den wichtigen und essentiellen Schutz der Kinder.
Es geht um Gerechtigkeit für die Betroffenen und um die notwendige Aufarbeitung eines der schlimmsten Verbrechen, die in unserer Gesellschaft geschehen können, dem sexuellen Kindesmissbrauch. Tausende Kinder und Jugendliche erleiden jedes Jahr in Deutschland sexuellen Missbrauch. Das Hellfeld ist aufgedeckt und bekannt. Das Dunkelfeld, die nicht aufgedeckten Fälle, die verborgenen Verbrechen, sind erschreckend hoch. Laut Schätzungen sind rund 1 Million Menschen in unserem Land in ihrer Kindheit oder Jugend Betroffene sexueller Gewalt geworden. 1 Million Menschen, deren Kindheit brutal zerstört wurde. 1 Million Menschen, die oft ein Leben lang unter den Folgen leiden, psychisch, physisch und sozial. 1 Million Menschen, deren Geschichten gehört werden müssen, wollen wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen. 1 Million Menschen, die dafür stehen, alles zu tun, um zukünftige Missbrauchsfälle zu verhindern. Die Betroffenen dürfen nicht alleine bleiben oder übersehen werden, so unangenehm ein Hinsehen, ein Ansprechen und Aufarbeiten auch scheint. Es ist die unbedingte Pflicht unserer Gesellschaft. Dafür braucht es eine starke Stimme, die sich gezielt für die Belange einsetzt, unabhängig und unbeeinflusst von politischen und institutionellen Interessen. Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist seit Jahren diese Stimme und gibt den Betroffenen zuallererst eine Plattform, schafft Bewusstsein für dieses wichtige Thema in der Öffentlichkeit, unterstützt Präventionsarbeit und Projekte und ist maßgeblich an der Aufarbeitung der furchtbaren Missbrauchsskandale in Institutionen wie Kirchen, Schulen und Vereinen beteiligt. Bisher geschieht dies ohne eine solide rechtliche Grundlage, die zum Beispiel auch einen regelmäßigen Bericht einmal pro Legislatur an den Bundestag einschließen kann. Wichtig ist es, dass diese Aufgabe gesichert fortgesetzt werden kann und damit gesellschaftlich und politisch gestärkt wird. Denn die Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch ist keine Aufgabe, die sich nach ein paar Jahren erledigt oder auflöst. Aufarbeitung ist ein andauernder Prozess. Vieles wurde in der Vergangenheit verschwiegen. Und viele Betroffene haben jahrzehntelang nicht über ihre Erlebnisse gesprochen und sprechen können. Diese Menschen müssen wir zuhören. Und heute und immer. Und wir müssen gewährleisten, dass zukünftige Generationen besser geschützt werden. Generationen, die mit einer teilweise bedrohlichen digitalen Welt aufwachsen. Die Missbrauchsdarstellung von Kindern und Jugendpornografie im Internet haben sich von 2020 auf 2022 mit nun fast 50.000 Fällen verdoppelt. Sexueller Missbrauch geschieht am häufigsten im Verborgenen, im engsten familiären Umfeld. Sexueller Missbrauch geschieht aber auch in Schulen, Sportvereinen oder Kirchen. Als Institutionen, die eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollten, jedoch zum Ort des Grauens wurden und noch immer werden. All diese Institutionen müssen sich ihrer Verantwortung stellen, Schutz bieten und Aufarbeitung unterstützen. Ein Verhaltenskodex oder Schutzkonzepte liegen in Sportverbänden oder anderen Institutionen bereits vor. Präventionsbemühungen allein reichen aber nicht, bleiben die Strukturen, die Missbrauch ermöglichen, unverändert. Es braucht einen Kulturwandel und die oder den unabhängigen Beauftragten, der mit Mut und Entschlossenheit weiter aufklärt und nachdrücklicher drängt und echte Konsequenzen fordert. Die Betroffenen sexuellen Missbrauchs haben dabei nicht nur ein Recht auf Aufarbeitung, sie haben auch ein Recht auf Wiedergutmachung, so gut es eben möglich ist. Die Betroffenen haben ein Recht darauf, dass sie gehört werden und man ihnen glaubt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir heute auf den Weg bringen, ist mehr als nur eine gesetzliche Grundlage. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen und ein klares Bekenntnis dazu, dass wir als Staat die Verantwortung übernehmen, wenn Kinder und Jugendliche missbraucht werden. Wir dürfen den Tätern und den Strukturen, die diesen Missbrauch ermöglichen, keinen Raum lassen.
Es geht hier um Menschlichkeit, es geht um Gerechtigkeit und um die Verantwortung, die wir als Gesetzgeber tragen. Vielen Dank. In Ergänzung zu den Ausführungen von Katja Adler, der aus der FDP-Fraktion, gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass es gerade im Internet natürlich eine vielfache Zahl von Dunkelziffern gibt, also eine vielfach höhere Zahl. Ich möchte Martin Reichert vor allen Dingen den letzten Teil noch mal genau anschaue und mir Ordnungsmaßnahmen vorbehalte. Martin Reichert von der AfD, da war der vorletzte Redner. Auch hier wird eine Ordnungsmaßnahme von der amtierenden Präsidentin überprüft. Nochmal, die Dunkelziffern sind natürlich enorm hoch, gerade beim Kindesmissbrauch im Internet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute habe ich im Bundestag ganz besonderen Besuch empfangen. Drei Jungs haben mich mit ihren Eltern besucht im Alter von 5, 7 und 10 Jahren. Es sind drei fröhliche, aufgeweckte Jungs, die eine unbeschwerte Kindheit verbringen dürfen. Und wenn man auf diese wunderbaren Kinder schaut, und ich weiß, jeder und jede von Ihnen hat diese wunderbaren Kinder entweder selber zu Hause oder im persönlichen Umfeld, dann muss ich sagen, es macht einen nicht nur betroffen, sondern es bestürzt einen geradezu, dass Schätzungen davon ausgehen, dass jedes siebte Kind in Deutschland einmal im Leben sexuellen Missbrauch in irgendeiner Form erlebt. Und es macht mich ganz besonders betroffen, Herr Reichert, und ich sage Ihnen das einfach mal persönlich, weil ich das Gefühl habe, Sie empfinden mehr Freude an der Skandalierung einzelner Themen als an der politischen Arbeit zur Lösung der Thematik. Der sexuelle Missbrauch an Kinder und Jugendlichen ist eine dunkle und so bittere Seite unserer Gesellschaft, dass sich das Thema zur politischen Instrumentalisierung kaum eignet. Und dennoch müssen wir uns natürlich fragen, tun wir genug und tun wir das Richtige? Und deswegen lassen Sie mich sagen, Frau Staatssekretärin, die Inhalte dieses Gesetzes, meine Kollegin hat es auch aufgeführt, die sind weitgehend unstrittig. Und auch wenn ich selber keine Freundin des ausgedehnten Berater- und Beauftragtenwesens bin, erscheint es mir an dieser Stelle sehr richtig. All die Maßnahmen, das haben Sie auch gesagt, sind Teil der letzten Bundesregierung und sie wurden nun weiter verstetigt und gesetzlich verankert. Ich möchte eingehen auf ein Kapitel, die Qualitätsentwicklung und Sicherung zum Gewaltschutz bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, was aus erster Sicht bedeutet, dass Jugendämter in ihrer Qualitätsentwicklung Kinder- und Jugendschutz im gesetzlichen Rahmen des SGB VIII nun berücksichtigen müssen. Und es ist per se auch nicht schlecht. Aber aus meiner Sicht liegt das Problem ganz woanders. Denn wir haben in Deutschland 600 Jugendämter, in meinem Bundesland Niedersachsen 54. Und jedes dieser Jugendämter ist kommunal unabhängig. Das Sozialgesetzbuch 8 gibt nur den Rahmen vor. Und während die Aufgaben für die Jugendämter beständig wachsen, ist es aber so, dass das qualifizierte Personal weiterhin sehr, sehr knapp ist. Also bei mir im Landkreis, es gibt zu wenig Personal, es gibt zu viele Pflegekinder. Und daraus gehen auch die Landkreisfinanzen in die Knie. Und gerade da liegt aus meiner Sicht ein Kernpunkt des Kinder- und Jugendschutzes. Gerade das Fallmanagement braucht einfach Zeit und es braucht mehr qualifiziertes Personal, sehr schlanke Verwaltungsstrukturen und aus meiner persönlichen Sicht, aber auch aus Sicht der Frauenunion in Niedersachsen, der ich vorsitze, es braucht auch eine Rechtsaussicht oder Landesjugendschutzgesetze, die eben sicherstellen, dass die Jugendämter in Fällen von schwerem Missbrauch nicht alleine sind, sondern eben auch eine Landesbehörde informieren müssen. Und gerade dieses Kernproblem, das geht Ihr Gesetz nicht an, das können Sie natürlich in dem Gesetz auch nicht angehen, aber ich finde, wir müssen darüber nachdenken, wie wir dieses Thema lösen können. Ich wohne im Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrscheinlich kennen Sie alle den Fall. Der Wahlkreiskollege von der SPD sitzt auch da und nickt. Im Jahr 2008 überwies das ansässige Jugendamt ein Mädchen auf Wunsch der Mutter zu einem Pflegevater auf einem Campingplatz. Es dauerte 10 Jahre, bis das ansässige Jugendamt und die Strukturen entdeckten, dass dieser Mann nicht nur dieses eine Mädchen schwer missbrauchte und vergewaltigte, sondern 40 weitere Kinder Opfer dieses und weiterer Täter auf dem Campingplatz wurden und über 1000 Straftaten, Bilder, Videos dokumentiert wurden und live im Internet übertragen wurden.
Und die Aufklärung dieses Falls, sie wurde massiv dadurch erschwert, dass dieser Fall sich eben in zwei Landkreisen und zwei Bundesländern abspielte. Und aus meiner Sicht müssen wir da dringend ran. Das dürfen wir nicht zulassen, dass unsere eigenen Strukturen sich gegenseitig behindern bei der Aufklärung von schwerem sexuellen Missbrauch. Und ein zweiter Punkt, und ich weiß, auch da endet die parteiübergreifende Einigkeit, aber lassen Sie es mich einfach sagen. Wenn die Jugendämter an den Landkreisgrenzen auf ihre Zustimmung agieren, Täter deutschlandweit und sie agieren im Internet weltweit. Und deshalb ist es einfach uns ein Anliegen, dass IP-Adressen gespeichert werden können, dass wir Anbieter von Kommunikationsplattformen mehr in die Pflicht nehmen, Daten zu übermitteln, damit wir eben unsere Kinder schützen können. 4 Millionen Abbildungen wurden bei dem schon erwähnten Fall in NRW nur bei einem einzigen Täter gefunden. Liebe Leute, das muss uns zum Nachdenken bringen und es muss uns vor allen Dingen zum Handeln bringen. Bitte geben Sie sich bei diesem Thema einen Ruck. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Mareike Lotte-Wulff von der CDU-CSU-Fraktion. Noch eine statistische Angabe. Kindswohlgefährdungen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Wir hören der Präsidentin zu. Zurückkommen. Er hat in seinem letzten Teil gesagt, heute sitzt leider diese perverse Sexualideologie mit auf der Regierungsbank und da muss sie als erstes weg. Das ist eine klare persönliche Verächtlichung. Machung eines Verfassungsorganes und darum erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Yvonne Macquas mit einem Ordnungsruf an Martin Reichert von der AfD. Ich will deutlich sagen, man kann an der Regierung Kritik üben. Das ist Aufgabe der Opposition. Aber es muss oberhalb der Gürtellinie und nicht unterhalb der Gürtellinie stattfinden. Es ist eine Verächtlichungmachung des Verfassungsorgans. Und wenn Sie weiter an der Sitzungsleitung Kritik üben, können Sie sich gleich noch einen zweiten Ordnungsruf abholen. Die amtierende Bundestagspräsidentin Yvonne Macmas von der CDU-CSU-Fraktion hat einen Ordnungsruf an Martin Reichert erteilt. Begleitet von heftigen Zwischenrufen der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Nächste Rednerin, Denise Lub von dem Bündnis 90 Die Grünen. Ich möchte ich einmal klarstellen. Sexualisierte Gewalt und Ausbeutung sind die schwersten Rechtsverletzungen, die einem jungen Menschen angetan werden können. Und jedes Kind hat das Recht auf Schutz. Und gerade meine Partei hat sich der Verantwortung gestellt und hat die in den frühen Jahren falsch verstandene Liberalisierung aufgearbeitet. Und ich weise jegliche Anschuldigungen zurück. So, nochmal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Klaus, liebe Kolleginnen. Ohne den Mut von Betroffenen würden wir hier heute nicht stehen. Ohne den Mut von Betroffenen von sexualisierter Gewalt würden wir heute nicht über ein Gesetz sprechen, das die Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, die Aufarbeitungskommission und den Betroffenenrat stärkt. Seit 2010 haben Tausende Betroffene den Mut gefunden, öffentlich über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Der sogenannte Missbrauchsskandal war der Beginn eines wichtigen Wegs. Eines Wegs zur Anerkennung des Leids von Betroffenen, ein Weg zum Verständnis für das Ausmaß von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und ein Weg zu mehr Prävention, Hilfe und Aufarbeitung. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel, aber mit dem UBSKM-Gesetz setzen wir einen Meilenstein. Denn mit dem Gesetz soll das Amt einer unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen mit Betroffenenrat und Aufarbeitungskommission dauerhaft gesetzlich verankert werden. Und damit wird die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder endlich ein zentrales und dauerhaftes Thema in der Bundespolitik. Und was meiner Fraktion dabei besonders wichtig ist, das wurde hier auch schon öfter genannt, durch einen Bericht der Beauftragten an Bundestag und Bundesrat soll dieses wichtige Thema direkt ins Parlament getragen werden. Dieser Bericht wird Risikoräume, Versorgungslücken und Versäumnisse bei der Aufarbeitung aufdecken und konkrete Empfehlungen geben, um sexualisierte Gewalt in allen Bereichen der Gesellschaft zu bekämpfen.
So sorgen wir dafür, dass der Kinderschutz im Diskurs bleibt und keine Person hier im Saal, keine Fraktion, keine Institution kann diese Verantwortung mehr wegschieben. Denn zu oft werden Betroffene als Opfer stigmatisiert, auf ihr Trauma reduziert und nicht gehört. Mit dem verankerten Betroffenenrat beziehen wir die Perspektive und die Expertise von Betroffenen in politische Entscheidungen mit ein. Und ich zitiere sinngemäß eine Betroffene, denn wir können noch so viele Gesetze für den Kinderschutz erlassen, ohne die Stimme der Betroffenen sind sie leblos. Und gerade mit diesem Gesetz stärken wir ihre Rechte. Das Gesetz wird auch die Aufarbeitungskommission verstetigen und eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene schaffen. Es verbessert den Zugang zu wichtigen Akten und sendet eine klare Botschaft an die gesamte Gesellschaft. Sexualisierte Gewalt muss aufgearbeitet werden. Und deswegen danke ich Lisa Paus und ihrem Ministerium und auch der Staatssekretärin für diesen guten Gesetzentwurf, denn er wird einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt leisten. Und ich freue mich sehr auf die parlamentarischen Beratungen. Soweit Dennis Loop von den Bündnisgrünen. Jetzt nächste Rednerin Jasmina Hostert von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist physische, psychische und sexuelle Gewalt haben im Sport keinen Platz. Das würden wir alle so unterschreiben. Doch auch im Sport finden schwere Missbrauchsfälle statt. Die Fälle vom Turmspringer Jan Hempel oder von den Handball-Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Czocke bewegen mich zutiefst. Oder Berichte wie dieser von Tina, ich zitiere: Er organisierte regelmäßig Freizeiten mit gemeinsamer Übernachtung in der Turnhalle, wo er dann mit uns Mädchen ganz alleine war. Dort verschwand er regelmäßig mit verschiedenen Mädchen in der Dusche oder im Geräteschuppen und führte dort sexuelle Handlungen aus. Zitat Ende. Dieses Zitat ist aus der Fallstudie Sexualisierte Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sportes der unabhängigen Aufarbeitungskommission, die es ohne der Institution der unabhängigen Beauftragten und ohne den Betroffenenrat nicht gäbe. Und das zeigt, wie wichtig dieses Gesetz ist, mit dem wir nun endlich die Strukturen und die Institution der unabhängigen Beauftragten stärken. Immer mehr Betroffene werden laut, um für das Thema sexuelle Gewalt zu sensibilisieren und andere zu schützen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Person, die über ihre eigenen traumatischen Erfahrungen spricht, ob öffentlich oder anonym, verdient unseren größten Respekt und unsere absolute Unterstützung. Ich bin froh, dass unsere Koalition auch andere Bereiche im Sport fördert, die ganz wichtig im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern sind. Wir haben in dieser Legislatur eine Anlaufstelle gegen Gewalt im Sport errichtet und unterstützen den Aufbau eines bundesweiten unabhängigen Safe Sport Zentrums. Denn das ist es, was sich die Betroffenen wünschen, unabhängige Stellen, an die sie sich wenden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle müssen hinsehen, denn sexuelle Gewalt an Kindern findet nicht irgendwo in der Ferne statt, sondern überwiegend in vertrauter Umgebung, in der Familie, in der Nachbarschaft, in Vereinen. Sexuelle Gewalt braucht dringend mehr Aufmerksamkeit, Betroffene brauchen unsere Unterstützung und die Thematik muss aus der Tabuzone geholt werden. Und deshalb ist dieses Gesetz im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern ein unglaublich wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Soweit Jasmina Hostert von der SPD-Fraktion. Ich bin Ihnen noch eine statistische Angabe schuldig, die ich vorhin erklärt hatte, bevor es zu dem Ordnungsruf der amtierenden Bundestagspräsidentin kam. Kindeswohlgefährdungen in Deutschland, 63.700 Kinder im Jahr 2023 mit hoher Dunkelziffer. Nächste Rednerin, Heidi Reichenet von den Linken. Beraten ist ein wichtiger Schritt, den wir als Linke ausdrücklich unterstützen. Dass die Arbeit der unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs nun auf eine starke gesetzliche Grundlage gestellt wird, ist unter anderem auch der Verdienst von Kerstin Klaus, die dieses Amt seit 2022 ausfüllt und unermüdlich für dieses Thema kämpft. Ich glaube, ich habe fast niemanden so häufig gesehen wie Sie in allen möglichen Gremien. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank auch von uns für Ihren Einsatz. Es ist hier völlig unstrittig, dass der Kampf gegen Kindesmissbrauch verstetigt und langfristig abgesichert werden muss. Dass die unabhängige Beauftragte, der Betroffenenrat und die Aufarbeitungskommission gestärkt werden, ist daher ein völlig logischer Schritt. Spezielle Beratungsstellen sind zwingend notwendig. Diese müssen dann aber auch flächendeckend verfügbar und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet sein. Und das sichert der Gesetzentwurf noch nicht. Und das wurde zu Recht in den bisherigen Stellungnahmen kritisiert. Hier brauchen wir dringend Nachbesserungen, genauso wie bei den teilweise unklaren Begrifflichkeiten und Zuständigkeiten. Ich hoffe, Sie alle nehmen die Kritik entsprechend ernst und wir können das Gesetz im weiteren Prozess an diesen Stellen noch verbessern. Es gibt im Gesetz auch Pläne, wie Prävention gestärkt werden soll. Das begrüßen wir natürlich ausdrücklich. Doch dafür braucht es eine gut funktionierende Basis. Um sexuellen Missbrauch bereits im Vorfeld zu verhindern, müssen die Fachkräfte in der Jugendhilfe, in Kitas und Schulen, in den Jugendämtern und in den gesundheitlichen Einrichtungen geschult und sensibilisiert sein. Dafür brauchen sie aber Zeit in ihrem Berufsalltag, die viel zu oft fehlt. Genauso wie sie Zeit brauchen für die direkte Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Denn wer überlastet ist, der übersieht. Aber nichts kann so gut präventiv Wirkung entfalten wie ein ineinandergreifendes System von gut ausgebildeten Fachkräften. Dafür braucht es in den aufgezählten Bereichen insbesondere eins: mehr Personal mit mehr Kapazitäten, und das bedeutet mehr Geld im System. Für Sozialarbeit in Kitas und Schulen, für offene Jugendarbeit, für mehr Fachstunden in der Jugendhilfe. Prävention und Schutz vor Missbrauch erreichen wir nur mit einem guten Fundament. Das sollten wir uns alle nicht nur jetzt, sondern auch bei den Haushaltsdebatten vor Augen führen. Vielen Dank. Soweit Heidi Reicheneck von den Linken. Sie ist Gruppenvorsitzende. Die Partei Die Linke hat ja seit diesem Jahr im Bundestag keine Fraktion mehr. Sie also als Gruppenvorsitzende, als Gruppe der Linken hier im Bundestag und jetzt als Rednerin in der Debatte. Nächster Redner und letzter Redner, Lars Kastelupci von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, werte Frau Präsidentin, Frau Klaus, Frau Staatssekretärin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sexualisierte Gewalt gehört zum Schlimmsten, was man einem Menschen antun kann. Viele sind für ihr Leben gezeichnet, finden oft erst spät den Weg zu berichten, was geschehen ist. Die Taten sind dann verjährt, der Täter vielleicht sogar verstorben. Und dann bleibt Aufarbeitung. Staatliche Aufsicht hat allzu oft versagt. Auch deshalb sind wir den Betroffenen Aufarbeitung schuldig. Für die Aufarbeitung vieler Fälle rennt uns die Zeit davon. Wir müssen sicherstellen, dass Betroffene zu ihrem Recht kommen. Sie haben ein Recht auf Aufarbeitung. Nicht jedoch oder kaum nach diesem Gesetzentwurf. Ja, der vorliegende Gesetzentwurf ist wieder ein guter Schritt nach vorn, aber er löst natürlich nicht alle Fragen. Betroffene beklagen vor allem Intransparenz, ins Belieben gestellte Prozesse, mangelnde Anerkennung und Entschädigung, dass sie sich erneut ausgeliefert fühlen. Um es klar zu sagen, nur durch eigene Vergangenheitsbewältigung kann Lernen und Kulturwandel stattfinden. Die Institutionen müssen selbst ran, auch gerade wenn es quälend ist. Aber ob und wie Aufarbeitung stattfindet, das kann Ihnen nicht freigestellt werden. Es braucht einen verbindlichen Rahmen, Kriterien, Standards. Diesen Rahmen müssen wir setzen und auch durchsetzen, wo er verletzt wird. Im Gesetzentwurf ist das bislang nicht angelegt. Die Institutionen auf Bundesebene, auch der Betroffenenrat, werden durch ihre gesetzliche Verankerung deutlich gestärkt. Das ist sehr gut. Und ich wünsche mir, dass vergleichbare Strukturen überall, auch in den Bundesländern, existieren. Die Einführung einer Berichtspflicht wird für mehr Öffentlichkeit sorgen. Es ist gesagt worden. Ich halte allerdings einen Bericht pro Legislaturperiode für zu wenig. Die Stärke von Institutionen ergibt sich daraus, wie sie aufgehängt sind, welche Ressourcen sie haben, wie genau ihre Aufgaben und Kompetenzen beschrieben sind. Darüber wird zu reden sein. Ein Beispiel. Nehmen wir an, eine Institution, sei es eine Religionsgemeinschaft oder ein Sportverein, sagt nein, bei uns kommt so etwas nicht vor. Es gibt aber Berichte von Betroffenen, die das Gegenteil sagen. Was passiert dann?
Ich wünsche mir eine Aufarbeitungskommission mit einem Initiativrecht, die Aufarbeitungsprozesse in gesellschaftlichen Bereichen anstoßen und in letzter Konsequenz auch durchsetzen kann. Des Weiteren, wir warten gerade auf eine deutschlandweite Dunkelfeldstudie. Großartig, dass sie kommt. Wir müssen wissen, wo wir wirklich stehen, auch um die Erfolge unserer Präventionsarbeit messen zu können. Dort im Bereich Prävention passiert unstreitig viel. Allerdings wird zu wenig geschaut, was das alles wirklich bringt und wie es noch verbessert werden kann. Auch dazu braucht es mehr Forschung. Neben dem Betroffenenrat müssen wir die Selbstorganisation der Betroffenen weiter stärken. Sie müssen auf Augenhöhe mit Institutionen und der Politik in Dialog treten können. Aufarbeitung kann nur mit den Betroffenen gelingen. Was es letztlich braucht, ist eine nationale Strategie gegen sexualisierte Gewalt. Wir können nicht gut machen, was in der Vergangenheit war, aber wir können das, was geschehen ist, sehen und anerkennen. Ein starkes Zeichen der Anerkennung wäre die Errichtung einer Bundesstiftung für die Opfer sexualisierter Gewalt. Mit einer Ombudsstelle für Streitfälle, dort, wo sich die Dinge in den Institutionen verhaken. Und über die endlich Entschädigung für alle Betroffenen aus allen Bereichen nach gleichen Maßstäben geregelt werden kann. Und am Tag ihrer Errichtung findet eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt, wo nicht wir reden, sondern Betroffene zu Wort kommen. Das wäre eine gute Sache. Sexualisierte Gewalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Sache der ganzen Gesellschaft. Unsere Arbeit hat erst begonnen. Vielen Dank. Lars Castellucci von der SPD-Fraktion, letzter Redner in der Tagesordnung, im Tagesordnungspunkt sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das war die erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Geht jetzt in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung.